The Maximum Vollidioten. Oh, man könnte ja mal mit den Artis so langsam aber sicher irgendwas beschießen, oder nicht? Na, mal sehen, ob jetzt irgendeine Art hier eingeaimt ist. Nein! Oh, doch! LOL! Es waren Artis eingeaimt. What the Vogel, Alter. Oh, unser T-100 Light spottet die Einser Linie nicht. Oh, wunderbar. Und die sind... Ach, der T-100 Light war so dumm und ist hier auf den Hill gefahren und hat nicht die Base gedefft. Oh, du Vollidiot, ne? Hast du nicht die Einserlinie gedefft? Bist du hier rüber gefahren, dumm wie du warst, ja? Weißt du, ich sag zu dem, mach du die Einserlinie, ich gehe hier rüber. Er fährt auch hier rüber, weißt du? Großartiger Typ auf jeden Fall. Naja gut, wenigstens haben wir den Hill hier schon mal eingenommen. Boah, jetzt keinen Fehler machen, Alter. So, wie sieht's aus? Will keiner mal den STB da wegschießen, oder was? Jo, EBR wurde outspottet. Jo, der gegnerische EBR wurde rausgenommen. Oh, die kriegen jetzt die rechte Flanke trotzdem nicht irgendwie gebacken, ne? Die sind zu blöd, da die rechte Flanke zu machen. Guck dir das mal an.
Die rechte Flanke haben sie nicht hingekriegt. Oh Gott. Gegnerbase ist komplett auf, ne? Inklusive Arti. Gegnerbase inklusive Arti ist auf, Alter. T100 Light, was bist du wieder für ein Idiot? Was bist du für ein Idiot? Du solltest doch die 1er Linie machen. Schon wieder dieser T100 Light wahrscheinlich. Ey, da drüben, die gesamte Base ist ungespottet jetzt, ne? Weil der sich hier einen abschimmelt. Zweimal T100 Light, zweimal Idiot, Alter. Das ist derselbe Idiot von der letzten Runde wahrscheinlich, ne? Letzte Runde in der Stadt rumgegammelt, jetzt gammelt der hier rum, Alter. Der, guck mal hier, die ganze 1er Linie ist tot. Guck dir das mal an. Ich hab 7000 kombiniert, hab ich. Jetzt gucken wir gleich mal, was der gemacht hat, okay? Also ich habe 7000 kombinierten Schaden, okay? Ich habe dafür gesorgt, dass die Arti stirbt, dafür gesorgt, dass der TVP und Progetto stirbt und bin rübergegangen auf die 1er Linie und habe da auch gespottet. Und der steht hier einfach nur rum und gammelt vor sich hin. Dieser komplett verblödete Vollidiot. Letzte Runde T100 Light verkackt, diese Runde T100 Light verkackt. Ja, Mister, ich mache kein Teamwork, ich mache nicht die 1er Linie. Der ist halt mit mir rübergefahren auf die Hillseite. Die gesamte 1er Linie war die ganze Zeit offen. Selbst jetzt am Ende will der einfach... Ach Gott, komm. Oh Gott, jede einzelne Runde hast du mindestens 1 bis 5, 6 Idioten. Ne? Kommt drauf an, wenn du Glück hast, hast du einen Idioten. Aber so auf der Map reicht das ja, wenn du einen Idioten hast, ne? Der die 1er Linie nicht gespottet hat. Oh, Bro, Alter. Wir schauen gleich mal, was der gemacht hat, ne? Und übrigens, das, was der jetzt noch macht, das ist irrelevant. Also die letzten 2000 Spot-Damage, die der jetzt bringt, die sind irrelevant, ne? Das hätte der von Anfang an auf der 1er Linie machen müssen. Was da jetzt noch bei rauskommt, das ist jetzt eh zu spät. Die 1000, 2000 Spot-Damage, die der jetzt noch kriegt, die kann er sich in die Haare schmieren. Das hätte der am Anfang auf der 1er Linie machen müssen. Auch die Grille, die ich gespottet habe, butterweiche Grille, wurde nicht rausgenommen. AMX 50B butterweich wurde auch nicht rausgenommen, ne? Als ich da die 1er Linie runtergefahren bin. Ich habe meinen Panzer weggeschmissen, die haben butterweichen AMX nicht tot gekriegt und butterweiche Grille haben sie auch nicht tot gekriegt. GG. Wir gucken mal, jetzt pass auf. Achtung. Achtung. So, was habe ich? 6000 Spot Damage. Selber nochmal 1, 2. Sind wir bei 7200 kombinierter Schaden. 7200 kombinierter Schaden, okay? So, jetzt schauen wir mal. Leopard, nichts, null, nada. Progetto, nichts, null, nada. Das sind 10er Panzer, ne? Alles. So, T100 Light. Wie gesagt, der hat am Ende 2000 gespottet, aber das waren die letzten 60 Sekunden. Da war das Spiel schon längst verloren, ne? Dementsprechend ist auch die Winrate, ne? Unterirdische 44%. Und das nach 40.000 Gefechten, ne? Der spottet einfach nicht.
Die 2000 Spot-Damage, die der gemacht hat, hat der ganz am Ende gemacht. Da waren alle schon tot. Da waren alle schon tot. Die 2000, die der gemacht hat, die kann er sich komplett in die Haare schmieren hier. Wo ist er denn hier? Da. 2000 Spot-Damage hat er ganz am Ende gemacht. Da waren alle tot. Die letzten zwei Panzer waren am Leben. Da hat er noch ein bisschen Spot-Damage reinbekommen. Der hat halt praktisch das ganze Spiel nichts getan, der Typ. Ja? Das ist der Unterschied zwischen einem Idioten im Scout und einem Profi im Scout. Ja? Und wegen so Leuten verlierst du halt die Runde, ne? Ganz einfach. Spottet einfach nicht. Spottet einfach nicht. Und dann, wie gesagt, ne? 10er Medium, 10er Medium, 0 Damage. Ein 10er Heavy, der nur einmal geschossen hat. 10er TD. Gut, man muss sagen, der hat wahrscheinlich keinen Spot gehabt auf der 1er Linie, ne? Was soll ich dir sagen? Patton hat auch eine gute Sichtweite, hat auch nicht gespottet. Hat auch nichts gerissen. Ja, Bro. Der gegnerische EBR hat 5200, da habe ich schon 2000 mehr, okay? So, die hatten ja noch einen zweiten Scout, ne? Pass auf. EBR und AMX. Ja, deren AMX hat auch nichts gerissen. Ja, was soll ich dir sagen, Mann? Wie willst du denn da Spiele gewinnen? Der Unterschied zwischen einem Vollidioten im Scout und einem Scout, der irgendwie Profi ist. Vor allen Dingen, ich habe ja am Anfang geschrieben, der hätte ja sagen können, pass auf, folgendes. Ich habe am Anfang geschrieben, T100 Lite, geh in den Busch auf 1er Linie und stell dich nur rein und stirb nicht. Der hätte ja sagen können, nö, mach ich nicht, ich will zum Hill. Dann hätte ich gesagt, okay, dann mache ich die 1er Linie. Ich habe ja geschrieben, er hat ja nicht geantwortet, von wegen, nee, kein Bock. Mach du die 1er Linie oder so. Dann verlasse ich mich drauf, fahre nach rechts, outspotte den Hill. Arti geht auf, Progetto geht auf, TVP geht auf. Die werden sofort rausgenommen. Wir haben komplett die rechte Flanke sofort erobert, wegen mir. Wir hatten sofort die rechte Flanke. Das ist schon mal eine Schlüsselposition. So, er hätte die 1er Linie links machen müssen. Er hat sich geweigert. So, und jetzt haben wir auf der 1er Linie zwei Mediums verloren, einen FV verloren. Ne? Weil die konnten ja alle nicht schießen, weil die keinen Spot hatten. Ja, und so verlierst du halt die Runde, ne? Und so verlierst du halt die Runde, weil einer seinen Job nicht macht. Weil hier dieser T100 Lite seinen Job nicht gemacht hat. Guck mal, was habe ich hier? Wie viel Panzer habe ich gespottet? Bitteschön, 9 Panzer gespottet. 9. 9 Panzer gespottet. Und er, was hat er gespottet? Gegnerfahrzeuge entdeckt 1. Er hat einen einzigen Panzer gespottet und ich habe 9 Panzer gespottet. 9. Überleg mal, 1 versus 9. 9. Der Unterschied zwischen einem Idioten im Scout und einem Profi im Scout. Da habt ihr's. So, ich gehe mal was zu essen machen, ja? Wir sehen uns später. Bis dann, danke.